Beste Szene. Viel, ja, die beste Szene. Savoy Ballroom Orchester. Ferdi war dabei, nebenbei gesagt. Und Jan saß in einer Pause, oder wir wollten eine Pause machen nach dem Set, saß hinter Walter, und Walter so in seiner etwas professoralen, ja, pastoralen, aber gemischt mit sehr staubtrockenem Humor, muss man immer sagen. Aber doch in dem Moment, bei seiner Ansage, immer dieses Professorale nicht ganz vergessen. Und dann huschte da von hinten, ich habe es so im Winkel gesehen, dann auf Walter zu von hinten sozusagen, griff unter seine Jacke und ratsch war die Hose runter. Ja, ja, du, während der Ansage, ja, ja, vor den Leuten stand er in der weißen Unterhose. Wieso wäre das gemacht? Jan, der war von hinten so ein Schatten rangesprungen, keiner hat das mitgekriegt, der saß hinter ihm und Rück greift unter das Sack und fasst die Hose, ich weiß nicht, was ich. Und dann stand der Professor Walter drum in der weißen Boxershorts, er hatte sogar Boxershorts. Das fand ich für sein Alter ganz erschrocken. War vielleicht geplant, das Ganze. Also wir konnten nicht mehr spielen, das war aus, wir konnten nicht mehr spielen. Das Maß war voll. Nein, es war köstlich. Er hat gut reagiert übrigens. Ja? Ja, er hat die Hose nur hochgezogen und hat die Ansage weitergegeben. Das war doch geplant. Nein, nein, nein. Ich schwör's, nein.